Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit ein herzliches Hallo von mir zu einer weiteren Folge von Anstoß 3. Ja, in der letzten Folge haben wir unsere Zukunft, unsere persönliche Zukunft geklärt. Wir sind in der nächsten Saison nämlich bei Borussia Mönchengladbach. Da haben wir einen Vertrag unterschrieben für 3 Jahre, meine ich. Aber wir machen halt diese Saison noch zu Ende mit dem MSV Duisburg. Ja. Klar, man hätte jetzt einfach, also wenn wir wirklich jetzt unter die Top 4 da kommen sollten, in die Champions League gespielt, was wir auch wahrscheinlich werden, unter die Top 4 kommen. Ob wir Meister werden, das sei dahingestellt. Da haben wir noch einige Spiele vor uns. 7 Spiele haben wir noch. In dieser Folge spielen wir gegen Regensburg, Union Berlin und Augsburg. Ja, Regensburg steht auf 13, Union auf 7. Und wer war die andere Mannschaft nochmal? Muss ich nochmal gucken. Genau, Augsburg. Augsburg steht auf 14. Genau. Ja, dementsprechend müssen wir mal schauen. Vertragsverhandlung Eliot Ebald. Den lassen wir mal nicht ziehen. Zum anderen Verein. Außer das ist jetzt Borussia Mönchengladbach. Ne? Dann lassen wir den natürlich ziehen. Weil, wie gesagt, der hat ein Bewerbungsschreiben sozusagen für uns gemacht. Und wir brauchen auch in Gladbach noch ein paar Leute. Normalerweise nehme ich nicht Spieler aus dem alten Verein, aber in diesem Fall ja, sind da ein bisschen Not am Mann und ich habe da wirklich nichts Gutes gefunden, also auch vom Geld her. Wir hätten dann, boah, ich weiß nicht, wie viel sonst Gladbach ausgeben müsste, um die Spieler alle zu bekommen, aber so sei es drum. Von daher, wir werden aber jetzt hier nicht die Leistungsträger uns holen, das steht schon mal fest, ne? Also im Kramer, da bin ich, muss man halt auf den Preis achten, ne? Immerhin. Ja, der Michel bringt, der hat uns, ja, seit Beginn an ist er dabei. Der Heil weiß ich jetzt nicht, ich glaube auch so ungefähr. Aber das war's auch, ne? Sonst haben wir keinen von Anfang an. Genau, nur den Michel bringt, ne? Osterhage weiß ich jetzt nicht, wann der nochmal zu uns kam. Ja, 2023, ein Jahr später, also kam der. Von daher, ja, Mogulteil, genau, der ist auch seit Anfang an dabei, aber diesmal wechselt der nach Sturm Graz. Aber gut, wir werden dann, da komm, mit Aidoni spreche ich auch nochmal. So, wer trainiert hier noch hart? Mogulteil, jo, alles klar, dann gehen wir in die nächste Woche hinein. Die Vertragsverhandlung, wie gesagt, na, je nachdem, wer ein Angebot macht. So, EM-Qualifikationsspiele. Deutschland gewinnt 4:0 gegen Bosnien. Finnland verliert 0:5 gegen England. Schweiz gewinnt 2:1 gegen Spanien. Und Österreich verliert 0:1 gegen Griechenland. Ja, damit ist Deutschland auf jeden Fall in die, hat sich für die EM qualifiziert. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Kämlein, leichte Gehirnerschütterung. Norwich City ist an den interessiert. Gibt ein verbessertes Angebot ab. Nein, machen wir nicht. 2,3 Millionen bieten sie. Gehen wir auf 6 hoch. Ah, ne, so viel höher wollen die eh nicht bieten. Also so an sich, ich sag mal so, wenn wir auch bei Duisburg geblieben wären, ich glaube, ich hätte den trotzdem nicht abgegeben. Also, ah gut. Nee. Ja gut, der will dann mehr Geld. Kriegt da auch ein bisschen. Ein Jahr Option. Ja, da freut er sich drüber natürlich. Der Spieler konzentriert sich weiter voll auf ihren Verein. Sehr schön. Mal gucken, für wie lange. Kämlein ist Risiko. Ei, da muss Sanchez leider rein. Antonic kommt dann auf die Bank. Nee, Antonic kommt von Anfang an rein. Ansonsten Ecke, wie viele Spiele hat der gemacht? 6, ne? Albert hat auch 6. Von daher werden die schon mal nicht abgewertet. Wehrmann, ne? Der muss auch mal rein. Schwierig. Wanner kommt auch auf jeden Fall mal rein.
Ich würde den mal jetzt auf die Bank packen, den Wehrmann, dass er ein paar Spiele kriegt jetzt. Ansonsten von der Stärke her sind wir stärker als Regensburg. Naja, wir gucken mal. Ich erwarte heute Tore, würde ich sagen. Ich erwarte heute Tore, Tore, Tore. Und kommt mir nicht mit Ausreden. Die Spieler fragen sich, was die Ansprache sollte. Ausverkaufshütte, 1109 sind aus Regensburg mitgereist. Und Dieter Bohlen tippt 2:1 für uns. Da sind wir doch mal gespannt. Indirekter Freistoß für Regensburg in der 8. Minute. Torentfernung 19 Meter. Wähling legt kurz ab und Osterhof schlägt die Flanke in den Strafraum. Doch Chica ist zuerst am Ball und bereinigt die Situation. Einwurf nochmal für Regensburg durch Fied. Der wirft zu Wähling. Der stoppt den Ball mit dem Fuß, dreht sich und flankt in die Mitte. Aber Kessai ist zuerst am Ball, sehr gut. Und köpft ihn aus der Gefahrenzone. Direkter Freistoß jetzt für uns von der linken Seite. Torentfernung 25 Meter. Chica schießt direkt wie ein Schnur, wie ein Schuss, wie eine Schnur gezogen über das Tor. Ah, schade. Schade, schade. So, Eckball jetzt von der rechten Seite für uns. 3:0 Chancen. Chica legt sich den Ball zurecht, drückt ihn fest auf den Rasen und schlägt den Ball gefühlvoll nach innen. Präzise auf den Kopf von Antonitsch. Knapp am Winkel vorbei. Schade. Hätte das 1:0 sein können. Heil ist nicht in der Lage, den Ball vernünftig zu stoppen. Kramer nimmt den Ball etwa 12 Meter vor dem Brust, vor dem Tor mit der Brust an. Herrlicher Seitwärtszieher an den Innenpfosten. Der Ball prallt in die Mitte. Mehrere Spieler versuchen verzweifelt, den Ball zu erreichen. Aber letztendlich schafft es keiner. Ja, schade. 0-0, 5-0 Chancen. Wanner spielt sehr gut, kriegt ein Lob. Einsatz 150%. Und wir sagen, konzentriert, macht sie fertig. Geht einfach raus und schießt sie ab. So, Chica bricht nochmal ab. Läuft zur Mittellinie zurück. Spielt den Ball in die Mitte. Çalhanoğlu spielt den Ball nach links hinaus. Aber da kommt keiner seiner Mitspieler mehr heran. Ja, Tore schießen ist heute nicht so unser... ich würde sagen, Spielpraxis nimmt er nicht so an. Und da ist das 0:1 für Regensburg. Wähling mit der ersten Chance, der erste Treffer. Ich glaube nicht. Und jetzt nochmal ein indirekter Freistoß zu Regensburg. Torentfernung 19 Meter. Osterhof läuft an, flankt den Ball auf den langen Pfosten. Schöne Flanke, aber alle in der Mitte schlafen. Abstoß. Oh Mann, oh Mann. Koulibaly bringt den Ball unter Kontrolle. Weicht nach links aus. Koulibaly kann den Ball nicht sauber stoppen. So, Heil spielt nicht so gut. Buskowski kommt rein. Mal Buskowski. So, Merzaun bringt den Ball nach einem Stopper unter Kontrolle. Spielt ihn auf die linke Seite hinaus. Osterhof versucht, Edson auszuspielen. Geht an ihm vorbei. Osterhof marschiert auf den Strafraum zu. Und kann den Ball ungestört mitnehmen. Und spielt nach rechts hinaus. Faber spielt den Ball vor die rechte Strafraumecke. Rossmann versucht, Chica auszuspielen. Aber der geht entschlossen zur Sache und gewinnt den Zweikampf. Gelbe Karte für Christian Wied wegen Foulspiels. Gelbe Karte für Faber wegen Foulspiels. Ja, Leute, wir verlieren 0:1 gegen Regensburg. 6:1 Chancen. Und wir machen keinen einzigen Treffer. Und die haben vielleicht eine Chance und machen das Ding rein. Ich fasse es nicht. Bester Spieler war Aidonis. Spielwertung 5. Schwach. Ja. Jetzt sind wir, haben wir halt nur noch 3 Punkte Vorsprung vor Leverkusen. Bitter, bitter. Mainz gewinnt erstmal 1:0 gegen Hoffenheim. Wir verlieren 0:1 gegen Regensburg. Wolfsburg gewinnt 2:1 gegen Paderborn. Freiburg gewinnt 1:0 gegen Hertha. Leipzig gewinnt 2:1 gegen Bochum. Frankfurt verliert 2:3 gegen Bayern. Fürth verliert 1:2 gegen Augsburg. Dortmund gewinnt 1:0 gegen Union. Ja, und Leverkusen gewinnt 4:1 gegen Viktoria Köln. In der 11. des Tages immerhin der Çalhanoğlu und Aidonis.
Die Abwehr war ganz gut, nur die Sturm, der Sturm, der war schlecht heute. So, Transfers. Marvin Kuni, Wechsel von 1860 München nach Bielefeld. Dann haben wir Chita Shikora von Aue nach Kiswada FC. Dann haben wir noch Munoz von Greuther Fürth nach Tottenham Hotspur. Benitez von Groningen nach Alkmaar. Ja, und das war's, ne? Das waren die Transfers. Aidonis wird umworben. So, Union Berlin ist unser nächster Gegner. Wir machen Gespräche mit dem Lutzmann, dann mit dem Kramer. Uxkowski. Dann da. Ach, Quick. Achso, der ist schon wieder dabei. Okay. So, Sanchez kriegt ein Gespräch. Und ja, der Michelbrink kriegt auch mal ein Gespräch. Ansonsten der, ja, Reuter kriegt auch mal ein Gespräch. Joa, dann würde ich sagen, weiter geht's in die nächste Woche hinein. Kann sein, er war den BK wieder reinpacken. 3,3 Notendurchschnitt. Er ist jetzt auch nicht so wild. Der hat aber auch 3,3, der BK. Von daher tun sie beide sich nichts. Naja, wir gehen mal weiter. Obwohl, wir machen mal Fanbetreuung wieder. War auch schon jetzt länger nicht mehr. So, 2000 gegen Union machen wir auch mal 1000 Karten. So, dann weiter geht's. So, einmal sprechen. Bei Räumen Sanchez macht eine alte Verletzung plötzlich wieder leichte Probleme. Die nächsten beiden Tage sollte er lieber pausieren. Mallorca möchte ihn haben. Spezialist ist der, ne? Ich sag mal so, die haben gute Innenverteidiger, die Duisburger. Ich sag mal so, mal abgesehen jetzt davon, ne? Guck mal, die haben Kesai, Hunsdorf, Isuva, ja, Aidonis wäre da noch. Ja, und einen Innenverteidiger kann man sich dann ja noch gönnen. Hat eh nur kleines Talent. Gilt als Backup. Ja, guck mal, vom Preis her würde ich jetzt erstmal 7,8 Millionen machen. Ja, da gehen wir auf 6,5 runter. Die bleiben. Dann machen wir auf 6. 4,35. Dann machen wir auf 5,5. 5,3. 5,2. Ja, für 4,9 wechselt er damit nach Mallorca nächste Saison. Ja, deswegen, also auch wenn ich, oh, ne, den Transfer hätte ich so oder so dann getätigt, ne, also ich hätte mir wahrscheinlich stattdessen noch ein kleines Talent geholt, was noch jung ist. In einem Trainingsspielchen geht es voll zur Sache, die unglaublichen Kombinationen gelingen und am Ende steht es 4:4, alle sind zufrieden und die Stimmung steigt um einen Punkt. Sehr schön. So, Champions League. Real Madrid gewinnt 3-2 gegen Twente und Stadren gewinnt 3-1 gegen Leipzig. Sociedad verliert 1-4 gegen Feyenoord und Moskau spielt 0-0 gegen Bayern. Antonic spielt heute mit seinen Gegnern Katz und Maus. Ein feiner Trick nach der anderen gelingt ihm. Das ist natürlich gut für Selbstbewusstsein. Er gewinnt einen Motivationspunkt. Das freut mich für den jungen Mann. So. Kämlein kann... Ja, Sanchez kann eh nicht, aber Kämlein... Antonic kommt dann auf die Bank. Ansonsten, ja, würde ich sagen, der Hunsdorf kommt mal wieder rein. Weil der Aidonis wechselt eh in der nächsten Saison. Michelbrink, den würde ich mal wieder reinpacken. Wanner kommt dann, obwohl. Der Wehrmann, ne? Der hat bis jetzt nur ein Spiel gemacht. Ach komm, wir lassen den trotzdem drin, ey. So, Baker kommt mal wieder am Tor. Obwohl am Tor, was mache ich? Lass ich es nicht festmachen. So, wir starten dann gegen Union Berlin. Stärketechnisch, ja, machen wir 150% Einsatz. Und ja, ich sage jetzt mal nichts. Ausverkauft Hütte in Union Berlin.
22.012 Zuschauer, 2.776 sind aus Duisburg mitgereist. Ja, und Franziska van Almsick tippt ein 3:1 für Union. Heil legt den Ball nach rechts zurück. Sprintet Richtung Eckfahne. Edson schlägt den Ball weit auf die andere Seite. Lavia versucht, Heider auszuspielen. Aber der geht entschlossen zur Sache und gewinnt den Zweikampf. Schade. Eckball jetzt für uns von der rechten Seite. Schäker spielt kurz zu Kämlein. Und der spielt zurück zu Schäker. Schöne Flanke. Genau auf den freistehenden Kramer. Kopfball. Und da ist das 0:1. Andreas Kramer. Jawohl. Vorlage Schäker. Sehr schön, sehr schön. So wollen wir das doch sehen. Aber das wiederum nicht. Lind Haidari mit dem 1:1. Vorlage Khedira. Miche bringt jetzt. Sprintet Richtung Eckfahne. Çalhanoğlu versucht, Haider auszuspielen. Der setzt zu einer Grätsche an. Hat aber damit kein Glück. Und auch der nächste Gegner kann er nicht stoppen. Läuft Richtung Strafraum. Sieht von dem Strafraum kein Durchkommen. Und spielt erstmal zurück. Lavia versucht, Torsby auszuspielen. Aber der geht entschlossen zur Sache und gewinnt den Zweikampf. Passiert noch was in der ersten Hälfte? Nein, es bleibt beim 1:1. 2:3 Chancen für uns. Lutzmann wird kritisiert. Nimmt sich dies sehr zu Herzen. Und wir muntern die Jungs mal auf. Also in der zweiten Hälfte, da sieht das bestimmt schon wieder ganz anders aus. Hoffen wir mal. So, Çeka versucht, Haidari auszuspielen, aber der geht entschlossen zur Sache und gewinnt den Zweikampf. Irgendwie gehen die alle entschlossen zur Sache, ne? Und gewinnen die Zweikämpfe. So, boah. 4,0, der Heil und der Çeka. Ich würde aber sagen, Heil kommt raus. So, 73. Minute. Kesai spielt auch nicht gut. Isuva kommt rein. Gelbe Karte für Haidari, nachdem seine Hand angeschossen wurde. Und da ist das 1:2, Jonas Michelbrink. Jawohl, klappt doch. So, ich würde aber dann den Wehrmann mal einsetzen für Michelbrink, weil er muss auf seine Minuten kommen. Heider nimmt dabei bis zur Grundlinie mit und rischt den hart und flach in den Strafraum. Doch der ist zu weit und landet auf dem gegenüberliegenden Flügel. So, jetzt kommt Leveling. Legt quer. Diaby schaut auf den rechten Flügel hinaus. Spielt einen wunderbaren Pass dorthin. Haider nimmt den Ball mit und flankt aus vollen Lauf. Aber der landet auf der anderen Seite. So, Leveling. Macht eine Flanke, zieht eine scharfe Flanke in den Strafraum. Aber der landet ebenfalls auf der anderen Seite des Feldes. Haider nimmt den Ball mit und flankt aus vollem Lauf. Ja, der landet ebenfalls auf der anderen Seite. Da geht jetzt hin und her hier. Bis er am Ende wahrscheinlich ins Aus geht. Schauen wir mal. Ja, der geht am Ende ins Aus auf der anderen Seite. So, und wir gewinnen 1:2 gegen Union Berlin. Wichtig. 2:4 Chancen. Bester Spieler war Kramer. Spielwertung 4. Naja. So. Oh, wir haben wieder 6 Punkte Vorsprung, Leute. Sauber. Leverkusen, was haben die denn gemacht? Gucken wir erstmal die anderen Ergebnisse. Bayern verliert 1:2 gegen Wolfsburg. Bochum spielt 2:2 gegen Freiburg. Viktoria Köln verliert 2:3 gegen Greuther Fürth. Union Berlin verliert 1:2 gegen uns. Paderborn verliert 0:2 gegen Mainz. Hertha gewinnt 3:2 gegen Leipzig. Hoffenheim gewinnt 2:1 gegen Frankfurt. Augsburg gewinnt 1:0 gegen Leverkusen. Die Augsburger, ui. Die spielen als nächstes gegen Augsburg. Da bin ich doch mal gespannt. Und Regensburg verliert 0:1 gegen Dortmund. So, 6 Spiele sind ja noch zu machen. Also 18 Punkte sind noch zu holen. Viktoria Köln ist noch nicht abgestiegen. Von daher gucken wir mal. Wir haben wieder 6 Punkte Vorsprung. Kramer ist in der 11 des Tages. Bayern hat das bestbesuchte Stadion in dieser Woche. Marino wechselt von Mainz nach Gladbach. Oh! Ja, Leute, da haben wir einen neuen DM. Also haben wir jetzt den Matuta, Marino und wie hieß der dritte da nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Staff wechselt von Kiel nach Aalen. Akoto von Dresden nach Bielefeld. Mason von Regensburg nach Legia Warschau.
Bergajoy von 1. FC Köln nach Debreceni, Engonge von Nürnberg nach Liverpool, ja, Aldonis von uns nach Mallorca, Hawkins von Preußen Münster nach Barnsley und Böge von Augsburg nach FC Cadets. So, wir spielen als nächstes gegen FC Augsburg. Wie gesagt, Kramer hat sich in Sachen Kopfball verbessert. Wie sieht's mit dir aus, Mogultai? Ja, der kann, sagt, kann wieder raus. So, damit hat er zwei Fähigkeiten, der Kramer. Als nächstes würde ich sagen, macht er, ja, ist die Frage, ne? Elfmeter, Freistoß, Laufstärke, Schnelligkeit, Schusskraft, ne? Komm mal. Dann machen wir Schusskraft, komm. So, Kesai kriegt ein Gespräch. Spiek hat nur einen Einsatz gehabt, ne? Oh, Thomsen. Der hat Gesprächsbedarf. So, Isuva. Kämlein und Michel Brink. Die kriegen wieder Gespräche. So, Wehrmann, ja, zählt als Einsatz gut. Buskowski, der hat jetzt 7 Einsätze, ne? Da würde ich sagen, der Thompson kommt mal wieder auf die Bank. Ah, wegen Moral, ne? Flanken und Spielmacher. Ich bin noch mal überlegen, ne? Na, ist egal, komm. Ich überlege mir jetzt nicht hier die Leute, die zu uns kommen könnten nach Gladbach. Wie gesagt, da muss ich erstmal den Kader nochmal komplett angucken und dann je nachdem entscheiden. Wie, kann auch sein, dass wir dann noch andere Leute finden. So, Gesprächstermine haben wir. Fanbetreuung, auswärts gegen Greuther Fürth spielen wir. Das ist aber wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Wir machen mal 800, zack. So, 88%, ne? Aber Vorstandsvertrauen trotzdem. So. Pokal England. Da geht es natürlich weiter. Arsenal. Boah, ganz klar weiter. Spielt im Finale gegen Watford. So, mit Thomsen erstmal oft jetzt sprechen. So sieht das, ey. Ist sogar Erster. Mit 11 Punkten Vorsprung habe ich jetzt gerade gesehen. Im Augenwinkel. So, Augsburg. Ja, wir sind gleichwertig, ne? Kann man sagen. So, Isuva kommt rein für Hunsdorf. Biekes Risiko noch. Weiß nicht, ob er diese Saison noch spielt, ne? Das weiß ich nicht. So, Antonic bleibt auf der Bank. Ja, sonst bleibt alles, ne? Thomsen hat wieder eine Moral von 99, das ist gut. Ja. Dann machen wir Einsatz 150% und gleichwertig. Heute kann der kleinste, aber auch der minimal kleinste Fehler das Spiel entscheiden. Bitte seid hellwach. Die Mannschaft scheint das wenig zu interessieren. Okay, ausverkaufte Hütte, 2395 Zuschauer sind aus Augsburg mitgereist. Und Dieter Bohlen tippt diesmal ein 3:4 für Augsburg. Na, schauen wir mal. Abwarten. 2:1 Chancen schon. Elfmeter für Augsburg, ja super. Saito zupft noch einmal seine Stutzen zurecht. Läuft an, Flachschuss aus linke Eck. Extrem schwacher Schuss. Und Lutzmann hält ohne Probleme, jawohl. Gelbe Karte für Checker wegen Schiedsrichterbeleidigung. War anscheinend nicht einverstanden mit dem Elfmeter, oder was? Checker flankt dabei sofort in den Strafraum. Kein Abseits, Kämlein entkommt Kelly und erreicht ihn mal mit der Fußspitze. Und da ist das 1:0. 10. Saisontreffer von Kämlein. Vorlage Jason Checker. Checker setzt sich energisch gegen Dorsch durch. Doch dieser haut ihm von hinten um. Ja, und der Schiedsrichter nestelt an der Brusttasche. Und das gibt natürlich Gelb für Dorsch. Und einen direkten Freistoß für uns. Torentfernung 25 Meter. Checker tritt den Ball hoch vors Tor. Dorsch versucht den Ball abzuwehren. Und verlängert ihn ungeschickt in die Mitte. Aber Torwart Windahl kann sich das Leder sichern. Saito nimmt den Ball mit und flankt aus vollem Lauf. Aber der landet direkt im Aus.
So, Einzelgespräch. Ja, Lutzmann ist gut dabei. Kämlein kriegt ein Lob. Stolz darüber. Und wir sagen, macht sie fertig. Geht einfach raus und schießt sie ab. Edson hebt den Ball über Demirovic. Überläuft ihn, stoppt den Ball, spielt ihn auf die linke Seite hinaus. Çalhanoğlu marschiert von links auf seinen Strafraum zu. Ishii geht mit. Lässt Ishii mit einer einfachen Körpertäuschung aussteigen. Außer er wird anders ausgesprochen, weiß ich nicht. Bringt den Ball unter Kontrolle, legt von den Strafraum quer. Edson setzt sich gut gegen Meier durch. Nimmt den Ball mit. Teuta Winder steht soweit vor seinem Kasten. Aber der Versuch eines Hebers geht weit über das Tor. So, 66. Minute. Lavia spielt nicht gut. Osterhage kommt rein. Thompson kommt mal für Checker rein, weil er den gelben Karton schon gesehen hat. Rex Bitscheid schaut auf den rechten Flügel hinaus. Spielt einen wunderbaren Pass dorthin. Ishii versucht, Çalhanoğlu auszuspielen. Geht an ihm vorbei. Ishii nimmt den Ball mit. Schlägt einen Haken. Flankt in den Strafraum. Und landet auf der anderen Seite des Feldes. Da wieder hin und her geht. Mann. Wartet ab. So, Demirovic jetzt nochmal. Landet auch ebenfalls auf der anderen Seite. In der Zeit können wir ja gucken, was die anderen machen. Oh, Leverkusen liegt wieder zurück, sehe ich gerade. Rex Bitscher versucht, Osage erstmal auszuspielen. Der setzt zu einer Grätsche an und kann den Angriff abfangen. Sehr gut. So, wir wechseln weiter aus. Jetzt ist halt die Frage, wem. Ich würde den Ecke mal reintun für Edson. So, Thompson schießt sofort, aber Evler kann den Ball blocken und klären. Na, schade. Eckball jetzt von der linken Seite für uns. Çalhanoğlu schlägt den Ball weit auf den langen Pfosten. Aber Windahl fängt den Ball sicher ab. Und wir gewinnen am Ende 1:0, Leute. Jawohl. 4:4 Chancen. Besser Spieler war Lutzmann. Spielwertung 4 mäßig. Und wir sind weiterhin natürlich auf Platz 1. So, wir gucken erstmal auf die folgenden Ergebnisse. Freiburg verliert 1:2 gegen Paderborn. Wir gewinnen 1:0 gegen Augsburg. Hertha verliert 1:2 gegen Bochum. Mainz spielt 1:1 gegen Regensburg. Fürth gewinnt 1:0 gegen Leverkusen. Dortmund gewinnt 1:0 gegen Bayern. Wolfsburg verliert 1:2 gegen Hoffenheim. Frankfurt verliert 1:2 gegen Union Berlin. Und Leipzig verliert 1:2 gegen Viktoria Köln. Ja. Wir haben jetzt 9 Punkte Vorsprung, Leute, ne? Und 5 Spiele sind noch zu machen. Da bin ich doch mal gespannt. Das heißt, nächste Folge könnte schon die Entscheidung fallen, ob wir Meister werden oder nicht. Da kann wirklich schon die Entscheidung fallen, Leute. Was ich auf jeden Fall sagen kann, Duisburg ist in der nächsten Saison international vertreten. Aber wir sind halt nicht mehr der Trainer davon. So, Viktoria Köln. 5 Spiele sind 15 Punkte, ne? Ja, sind auch noch nicht sicher abgestiegen. Aber ich würde sagen trotzdem, dass sie schon abgestiegen sind. So, Izuba ist in der 11 des Tages. Das freut mich schon mal. Wir hatten das bestbesuchte Stadion. Wir teilen ihr mit, dass ihr Verein hiermit die Lizenz für die neue Saison erhält. Mögliche Auflagen werden ihnen in der nächsten Zeit noch zugestellt. So, Transfers. Harry Gotha von Regensburg nach Reykjavik. Gleiber von Mainz nach Dresden. Ja, der war ja auch in unserer Auswahl. Also in meiner Auswahl. Für Gladbach. Wehling wechselt von Regensburg nach Airbus UK Broughton. Wo ist das denn? Kenne ich gar nicht. Aber UK steht meistens für United Kingdom, ne? Oder? Ach, wie auch immer. So, Sven Meyer von Wiesbaden nach Fürth. Haben wir auch noch. So, hier sind weitere Transfers natürlich. Akumba. Ach ne, Akumba wollte ich gucken. Mittleres Talent, Flanken, Kopfball, Schönwetterspieler und Nervenbündel. Wir spielen dann in der nächsten Folge gegen Greuther Fürth, die ja gegen Leverkusen gewonnen haben. Dann haben wir, englische Woche danach, gegen Leverkusen und gegen Viktoria Köln. Also so gesehen haben wir jetzt schon 2 6-Punkte-Spiele, kann man schon sagen. Sagen wir mal, wenn wir gegen Fürth und gegen Leverkusen gewinnen, dann sind wir auf jeden Fall sicher Meister. Da würde ich jetzt mal mich so aus dem Fenster lehnen. Genau. So, wir machen natürlich noch ein paar Gesprächstermine. Dann brauchen wir das nicht in der nächsten Folge zu machen. So, Thompson kriegt auch nochmal ein Gespräch. Unsdorf.
Ecke. Und der, gucken wir mal, wer noch. Sagen wir mal, der Quieker, der kriegt auch nochmal ein Gespräch. So. Alles klar, liebe Leute. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, Wischping gegen Fürth, Leverkusen und Viktoria Köln. Wo die stehen, wissen wir ja. Zweiter, dritter und letzter. Deswegen. Okay. Und dann würde ich sagen, nach Fürth gucken wir mal in die Tabelle der anderen Ligen. Und dementsprechend, dann schauen wir mal, wo Gladbach steht und andere Teams. Ja, wer wie wo, ob vielleicht irgendwo was sicher ist, wo abgestiegen ist, aufgestiegen, wie auch immer. Ja, liebe Leute, wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bewerten und kommentieren nicht vergessen, würde mich riesig freuen. Und ich sage so lange Tschüss und bis dann.